Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Bundesliga-Prognose für die Saison 2017-2018. Wir machen heute weiter mit dem Tabellenelften und der kommt aus Frankfurt und es ist die Eintracht. Zunächst einmal, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Videobeschreibung auschecken, Links zu OneFootball, meinem Partner für diese Serie, der mich unterstützt für eure neuesten Live-Scores, Informationen zu Transfers und so weiter und so fort. Kostenlos auf euer Smartphone runterladen, ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. IGVolt auch in der Videobeschreibung, 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN, Microsoft, Guter, meine Kaufbox, Gaming TV und selbstverständlich dazu zu meinem Merchandise und zu meinen Social Media Links. Wir kommen heute also zu Frankfurt und wir gehen direkt mal auf den Trainer ein und das ist Niko Kovac, ehemaliger Bundesligaspieler, hat also Erfahrung in der Liga und hat auch in den letzten Jahren einen ziemlich guten Job gemacht in meinen Augen, auch wenn zur Rückrunde in der letzten Saison auch aufgrund von vielen Verletzungen und allgemein ein bisschen im Einbruch im Frankfurter Spiel der Tabellenplatz Nummer 8 war es, glaube ich, in der Hinserie, noch ein bisschen verloren wurde und man auf 11 abgerutscht ist. Es war ordentlich, ja, man hat mit dem Abstieg nicht wirklich was zu tun und von daher, warum eigentlich nicht auf Höheres wieder hinaus und vielleicht wieder nach Europa, was ja auf kurz oder lang, denke ich mal, das Ziel der Eintracht sein wird von so einer großen Stadt, so einem großen Verein, in Anführungsstrichen, muss das eigentlich auch das Ziel sein. So, Trainerteam sehe ich sehr positiv. Kovac ist ein sehr guter Trainer, ein relativ junger Trainer noch und hat auf jeden Fall auch eine Menge gleiche Gene im Hintergrund mit seinem Co-Trainer Robert Kovac, ja, seinem Zwillingsbruder. Nee, Zwillingsbruder ist er gar nicht, ne, ist nur der normale Bruder. Aber auf jeden Fall hat er da ein bisschen was dahinter, das ist ziemlich gut. Bruno Hübner ist ein vernünftiger Sportdirektor, von daher sehe ich da keine Probleme. Ich denke auch, dass die weiterhin so bleiben werden, beziehungsweise diese Konstellation erhalten bleiben wird. Wir kommen zu den Transfers der Eintracht. Die Abgänge sind relativ zahlreich und auch gar nicht mal so leicht zu kompensieren, denn zunächst einmal ist Shani Tarashay zurückgegangen zu Everton, Ante Rebic ist zurückgegangen zum AC Florenz, Jesus Vallejo ist zurückgegangen zu Real Madrid, Guillermo Varela ist zurückgegangen zu Manchester United und Michael Hector ist zurückgegangen zum FC Chelsea, mittlerweile weiterverliehen an Hull City. All diese Spieler waren Leihspieler, dementsprechend haben wir für die keinen Cent bekommen, was natürlich schon ein bisschen ärgerlich ist. Genauso haben wir keinen Cent bekommen für Haris Seferovic, Heinz Lindner und Furkan Zorba. Die sind gegangen zu Benfica, den Grasshoppers und zum VfL Osnabrück. Gut, ich denke mal, das kann man auch am ehesten verkraften im Abgang von Zorba, aber Lindner und Seferovic sind auf jeden Fall schon etwas größere Namen, gerade Seferovic. Lindner konnte sich ja nie wirklich durchsetzen bei Frankfurt. Dazu der Linksverteidiger Nummer 1, Bastian Olczypka, ist gegangen zum FC Schalke 04 für 4,5 Millionen ein Jahr vor Vertragsende. Dementsprechend haben wir für den nochmal ein bisschen Geld rausgeholt und musste ihn nicht ablösefrei ziehen lassen, hat sogar über Marktwert bekommen, von daher sehr, sehr gut. Wäre man 4,5 Millionen eingenommen, hatte man 15,55 Millionen ausgegeben, aber dafür relativ viele gute Spieler geholt. Und zwar zum einen Nelson Mandela, Mbuhum, ist natürlich ein Nachwuchsspieler, dazu Noel Knöte und, Knote, und Renat Dadaschow, alle aus der eigenen Jugend. Jetzt kommen wir wieder zum Leihgeschäft und das kann Frankfurt relativ gut. Luka Jovic von Benfica Lissabon, könnte man kämpfen, wenn man Karrieremodus mit denen gespielt hat, so wie ich. Dazu Carlos Salcedo von Guadalajara aus Mexiko für 450.000 Euro Leihgebühr. 23-jähriger Innenverteidiger, ja, wirkt an sich sehr, sehr stabil, sehr, sehr gut und allgemein ist das mit Mexikanern ja ganz gut in Frankfurt, Hashtag Marco Fabian, und in der Bundesliga mit Mexikanern eigentlich auch gar nicht mal so schwierig. Dazu Jonathan de Guzman vom SSC Neapel, ablösefrei, der 29-jährige, den ich im letzten Winter extrem gerne bei Hannover 96 gesehen hätte. Jan Zimmermann kommt von 1860 München ablösefrei, wird wohl Ersatzkeeper hinter Lukas Radetzky werden. Gelson Fernandes kommt von Stadt Rennen für 500.000 Euro. Dani da Costa von Bayer Leverkusen, der Rechtsanwalt, für 1 Million Euro. Daichi Kamada kommt von Zagan Toso aus der J1 League aus Japan für 1,6 Millionen und Jetro Willems und Sebastian Haller kommen beide aus der Eredivisie, der eine von Utrecht für 7 Millionen Top-Transfer, der Eintracht, und Jetro Willems als Linksverteidiger Kompensation für den Kollegen Okchipka für 5 Millionen. Ja, eine Menge Geld ausgegeben und wir analysieren mal den Kader und schauen, ob sich das Ganze denn gelohnt haben könnte. Die Torhüterposition hat ein großes Problem und die heißt Lukas Radetzky, denn Radetzky ist ein sehr, sehr guter Torwart. Ich mag den persönlich auch gerne, weil er ist Finne und ich mag Finn. Allerdings läuft sein Vertrag nur noch bis 2018 und es sieht so aus, ob er eventuell den tatsächlich nicht verlängern möchte, beziehungsweise ob man ihn dann ablösefrei gehen lassen muss. Will man dann eventuell doch diesen Sommer noch Geld rausziehen? Also es wird zumindest gesagt, dass man ihn auf keinen Fall gehen lassen wird und dass er auf jeden Fall noch ein Jahr da bleiben wird lassen.
tun. Aber vielleicht wäre das gar nicht so schlau. Ja, die Sache ist, er ist halt ein super Torwart und wenn die Eintracht international spielt nächstes Jahr, denkt man daran, ihn auch halten zu können. Von daher, ja, abwarten. Aber ich glaube, mit Radetzky in diese neue Saison zu gehen, ist eine sehr gute Idee. Jan Zimmermann dahinter, wie gesagt, Ersatztorwart, gekommen von 1860 und dann Leon Baedtke, 20-jähriger Nachwuchskeeper. Ich denke mal, der wird einfach nur absolute Ergänzung sein. So, machen wir weiter. Und zwar mit der Innenverteidigung. Und die fassen wir heute zusammen wieder mit der Außenverteidigung. Wir haben in der Innenverteidigung David Abraham, Carlos Salcedo, Marco Rus, Anderson Ordóñez und Noel Knote. Auf den Außenverteidigerpositionen haben wir Jetro Willems, Taleb Tavata, Deji Bayreuther und auf der rechten Seite Timothy Chandler, Dani Da Costa und Janni Rehgäsel. Innenverteidigung sieht sehr gut aus in meinen Augen. Abraham ist ein guter Innenverteidiger, mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen, aber sehr solide gerade letzte Saison. Carlos Salcedo ist jung und denke ich mal, wird sich relativ gut zurechtfinden in der Bundesliga, wie ich gerade bereits gesagt habe. Mexikaner sehe ich da immer relativ safe. Marco Rus natürlich hat auf jeden Fall einen Herzensbonus nach seiner Krebserkrankung. Allerdings weiß ich nicht, ob der noch an die Leistungen rankommen kann, die er früher gebracht hat. Anderson Ordóñez ist 23 Jahre, hat also auch noch auf jeden Fall eine Menge Luft nach oben. Und Knote, ich meine gut, der ist 18 Jahre alt, der kommt aus der eigenen Jugend. Dementsprechend wird Kovac dem wahrscheinlich Chancen geben und vielleicht wird das ja ein ziemlich guter. Also auf der Innenverteidigerposition sehe ich die Eintracht ziemlich gut aufgestellt. Linksverteidiger Jetro Willems, Taleb Tavata, Deji Bayreuther kenne ich persönlich nicht, ist aber auch 17 Jahre alt, der wird auch seine Chancen bekommen und sieht ziemlich, ziemlich stark aus von dem, was man bisher so von ihm lesen kann an den Leistungsdaten aus der Jugend. Dazu halt eben Tavata ist ein sehr, sehr guter Ersatz, der letzte Saison auch ziemlich stark gespielt hat, wenn er mal dran war, für halt eben Mokchipka. Und dazu noch Jetro Willems und der war ja ein Riesentalent bei PSV, den wollten ja ganz, ganz viele Top-Vereine, glaube ich, mal haben vor ein paar Jahren, den gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten bei FIFA als Forster-Skiller, deswegen kennt den wahrscheinlich jeder hier auf dem Kanal. Ist ein guter, definitiv und auf den Außenverteidigerpositionen haben wir links dementsprechend kein Problem und rechts auch nicht, weil Chandler ist ein guter Verteidiger, Dani Da Costa ist ein super Backup und Janni Rehgäsel im Notfall auch noch. Alle haben zudem noch Entwicklungspotenzial, wobei Chandler vielleicht eher nicht so, aber Da Costa auf jeden Fall noch mit seinen 24 Jahren und Rehgäsel mit 21 Jahren sowieso. Von daher definitiv eine richtig gut aufgestellte Defensive und da sehe ich überhaupt keinen Handlungsbedarf bei Eintracht Frankfurt. Auch wenn lustigerweise die einzigen Spieler, die man so sieht, die mit ihnen in Verbindung gebracht werden, Außenverteidiger sind. Ja, Konstantin Rausch, Tim Leibold, Dennis Aogo, Joshua Brenet und André Almeida von Benfica Lissabon. Das heißt, alles Außenverteidiger. Das ist schon heftig und ich glaube aber nicht, dass das sinnvoll wäre und ich glaube, das hat sich mit dem Willems-Transfer auch erledigt. Die Sechserposition bzw. das zentrale Mittelfeld, was ich heute splitten werde, einmal in das defensive Mittelfeld und dann ins zentrale und offensive Mittelfeld. Auf der Sechserposition haben wir Omar Mascarell, Gelson Fernandes, Makoto Hasebe, Slobodan Medojevic und Saverdi Cetin zusammen mit Miguel Blanco Lopez. Das heißt, sehr, sehr viele Spieler, definitiv, allerdings auch ziemlich gute Spieler. Fernandes mit einem Marktwert von 2,5 Millionen von Rennes halt eben für 500.000 geholt, das ist gar nicht mal so viel Geld für den Bundesliga-erfahrenen Spieler, der ja schon mal bei Freiburg gespielt hat. Dazu mit Hasebe einen absoluten Routinier in ihren Reihen, der mittlerweile natürlich alt ist, aber definitiv nicht schlecht. Und Mascarell ein Riesentalent, der auch ziemlich, ziemlich stark gespielt hat letzte Saison und dementsprechend auch auf der 6 seine Einsatzzeiten wahrscheinlich bekommen wird. Vorausgesetzt, dass sich da nicht andere Spieler im zentralen Mittelfeld aufdrängen, zu dem wir gleich noch kommen werden. So, Medojevic ist dann ein guter Backup. Ich denke mal, dass Cetin, der 16 ist. 16. Auch aus eigener Jugend kommt natürlich. Und Miguel Blanco Lopez, der 18 ist. Allerdings sind die auch, glaube ich, eher für die U19 eingeplant, weil die halt mit Sternchen versehen sind hier in der Kaderanalyse. Ich denke mal trotzdem, die werden rangeführt werden, wenn sie sich empfehlen und aufdrängen und das sieht sehr stark aus im Mittelfeld, muss man schon ganz ehrlich sagen. Die große Frage ist nur, reicht das im Endeffekt für die internationalen Ziele, weil es sind halt solide Spieler und es ist auch eine extrem gute Breite, aber es gibt halt bessere Spieler in der Bundesliga, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, die Sechserposition ziemlich, ziemlich gut bei Eintracht Frankfurt. Zentrales Mittelfeld und zentral offensives Mittelfeld. Warum fasse ich das zusammen? Ganz einfach, weil zwei der drei Spieler definitiv auch Zehner spielen können. Marc Stendera, Jonathan de Guzman, Max Bezuschkov, den ich persönlich nicht kenne. Deswegen weiß ich auch nicht, ob er Zehner spielen kann. Und dann Marco Fabian, Ayman Barkok und Daichi Kamada. So, Stendera leider Gottes unfassbar verletzungsanfällig. Dementsprechend ist die große Frage, wird der überhaupt nochmal an seine ehemaligen Leistungen anknüpfen können? Wenn ja, dann haben sie da noch richtig gut in der Hinterhand. Jonathan de Guzman, auch er ist verletzungsanfällig, allerdings hat der auch bei Napoli schon gut gespielt, der hat allgemein auch bei Swansea in der Premier League nicht schlecht gespielt und vor allem mal gut funktioniert und dementsprechend haben sie da, denke ich mal, einen sehr guten ablösefreien Transfer gemacht und auch der würde seine Leistungen bringen. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass man mit dem keinen guten Mann geholt hat, zumal die Transfers da in den letzten Jahren fast immer gut funktioniert haben. Max Pesuschkow wird dann wahrscheinlich perspektivisch rangeführt werden, ist 20 Jahre alt, sieht aber auch von den Leistungsdaten gar nicht so schlecht aus in den Jugendmannschaften. Dann kommen wir zur zentralen Offensive und da haben wir natürlich, das ist zauberhaft. Ja, Marco Fabian ist ein unglaublich guter Spieler. Dazu Ayman Barkok, ein Riesentalent, der sich letzte Saison schon ziemlich aufgedrängt hat. Also da hat man überhaupt keine Probleme. Die Spielmacher sind richtig stark. Und Daichi Kamada wird man nicht umsonst für das Geld geholt haben. Natürlich auch
geldtechnisch, also Marketing und PR und so weiter und so fort, weil Japan ist ein großer Markt. Aber nichtsdestotrotz sieht der zumindest von seinen Leistungsdaten in der J-League so aus, als ob der was leisten könnte. Von daher mal abwarten. Ich denke mal, der wird sich schon irgendwie präsentieren und dann haben wir vielleicht den nächsten coolen Japaner in der Bundesliga. Die Sache ist halt nur, dass der zumindest nach dem, was ich hier in den Leistungsdaten sehe, sich nicht auf die Außen verteilen kann. Das kann, glaube ich, ein Barkok schon. Bei einem Fabian bin ich mir nicht sicher, aber das wird schon. Von daher passt das sehr, sehr gut. Linke Seite, rechte Seite, Außenbahn. Und die Außenbahn fassen wir aus gutem Grund mit dem Sturm zusammen. Warum? Weil da gibt es nur drei Spieler. Und dafür jetzt nochmal einzeln zu sprechen, ist in meinen Augen irgendwie Schwachsinn. Weil auf der rechten Seite haben sie tatsächlich gar keinen. Und auf der linken Seite haben sie Dani Blum, Marius Wolf und Mijat Gacinovic. Gacinovic ist auf jeden Fall stark. Der hat sich auch schon gut bewiesen bisher in der Bundesliga. In der letzten Saison ist es das große, sag ich mal, Talent, was bei Frankfurt gerade neben Barkok hochkommt. Dani Blum, ja, sehe ich als Ergänzung. Spieler als Rotationsspieler und Marius Wolf sehe ich als absoluten Rotationsspieler oder Perspektivspieler. Bei FIFA einzuordnen als sporadischer Spieler. Ich denke, gerade wenn die alle in der Offensive da fit sind, dann wird der keinen Stich sehen, weil der hat bei 96 niemand in der zweiten Mannschaft einen richtigen Stich gesehen. Von da kommt er übrigens. Per Laie. Deswegen, kann auch Stürmer, aber ich glaube, im Sturm sind die auch ganz gut besetzt und darüber reden wir jetzt. Also auf der Außenbahn besteht an sich wahrscheinlich kein Bedarf, weil da ein Barkok spielen kann und vielleicht auch ein Fabian, aber mal schauen, was da noch passiert. Und im Sturm haben wir dann, alter Schwede, Alex Meyer, Nelson Mandela, Sebastian Haller, Branimir Rigotta, Luka Jovic und Renat Dadaschow. Also ganz ehrlich jetzt mal, ne, die müssen ja eigentlich schon mit Doppelspitze spielen. Also, ich weiß nicht, aber ich sehe das schon so. Meyer ist Kapitän, aber auch verletzt. Und ich denke mal, der hat sich in den letzten Monaten ziemlich viel geleistet, weswegen die Eintracht vielleicht nicht mehr unbedingt auf seine Dienste bauen wird. Aber dann haben wir den Top-Transfer des Vereins, Haller. Und dann haben wir Rigotta, der ja bei Frankfurt bisher sehr gut funktioniert hat. Dann haben wir Jovic, der auch ein großes Talent ist. Und Dadaschow, der wohl nicht umsonst aus der zweiten Mannschaft geholt worden wurde. Genauso wie Mandela. So, merkt ihr was? Also das sind zumindest, also das sind wahrscheinlich 5 Spieler, die sich aufdrängen. Plus Meier. Also da mit einem Stürmer zu spielen, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ich habe keine Ahnung, ich kenne die taktischen Pläne von Kovac nicht. Vielleicht können mir da die Frankfurter mal die Vorbereitung beobachten, mal was in die Kommentare schreiben. Aber im Sturm, ich sehe halt nirgendwo Bedarf bei der Eintracht. Die haben einen wunderbar ausgeglichenen Kader. Das ist richtig schön. Da muss man nicht irgendwie sagen, da muss man sich Sorgen machen oder irgendwas. Nein, vor allem die Spieler mit Qualität. Bundesliga erfahren mit Rigotta beispielsweise im Sturm. Gut. Hat bei Gladbach nicht funktioniert, aber Meier ist dazu noch erfahren. Dann haben wir einen Haller, der holländische Stürmer. Ich glaube, der letzte holländische Stürmer, der aus Holland kam und in der Bundesliga funktioniert hat, war, weiß ich nicht, wer kam denn da? Also Roemer Kai kam nicht aus Holland. Ich glaube, der kam von Deportivo La Coruña. Keine Ahnung. De Jong hat nicht funktioniert. Nistelrooy kam nicht aus der Eredivisie. Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht fällt euch ja einer ein. Kam Finn Bogason? Nee, Finn Bogason kam auch von Sociedad. Naja, aber mal sehen, vielleicht funktioniert der Haller. Ne, weiß man ja nicht. Muss man schauen. Im Mittelfeld wunderbar besetzt, Defensive wunderbar besetzt, Torhüter gut besetzt, momentan noch, aber da sehe ich überhaupt, also sehr guter Kader und gute Arbeit auf jeden Fall von Bruno Hübner und von Niko Kovac in Zusammenarbeit. Gut, kommen wir zur Prognose. Und es tut mir so leid, es tut mir wirklich so leid, was jetzt kommt, weil eigentlich ist das nicht fair nach dem, was ich gesagt habe, aber ich sehe Frankfurt am Ende der Saison als 12. Und jetzt bitte köpft mich nicht. Ich würde es denen ja gönnen, international zu spielen. Ich sehe nur halt andere Vereine vor denen. Ich sehe halt wirklich viele andere Vereine vor denen. Wenn wir jetzt mal gucken, wen ich schon prognostiziert habe. Leverkusen ist 7. Wolfsburg ist 9. Mainz ist 10. Merkt ihr was? Da fehlen noch Top-Teams. Da fehlen noch die Top-Teams. Da fehlt noch eine ganze Menge. Und das wird alles eng. Ich glaube, Frankfurt will mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ich glaube aber, dass die ganze Bundesliga so gefühlt was mit dem Abstieg zu tun haben wird, weil das alles so nah beieinander sein wird. Boah, vor allem, wenn die wieder einbrechen oder irgendwie Verletzungspech haben. Ich gönne es denen ja überhaupt nicht. Ich gönne es denen echt, Europa zu spielen. Das hat echt Spaß gemacht mit der Eintracht. Ich sehe es halt aber einfach nicht. Ich sehe es wirklich nicht. Ich sehe sie als 12. Steinigt mich, es tut mir leid. Ihr habt die Qualität, ihr seid eine geile Stadt, ihr habt geile Fans, ihr habt super Spieler, aber die Bundesliga ist für mich dieses Jahr so schwer vorherzusagen, weil alle Teams auf einem Level sind. Alle. Ich könnte mir vorstellen, dass Frankfurt absteigt. Ganz ehrlich. Also ich kann mir aber sowieso vorstellen, dass jedes einzelne Team absteigt. Das ist wirklich schlimm. Man kann nichts vorhersagen dieses Jahr. Jedes Team kann europäisch spielen. Außer vielleicht Hannover und Augsburg und Stuttgart. Und jedes Team kann absteigen. Außer vielleicht Bayern und Dortmund und Hoffenheim. Das ist echt Wahnsinn.
Naja. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt und dann sehen wir uns morgen mit der nächsten Analyse bzw. Prognose für die Saison 2017-2018. Dann geht es um den FC Schalke 04. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das habe ich gerade zum zweiten Mal gesagt. Ne? Naja, passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein und ciao. Haut rein.